gute Entscheidungen zu treffen. Das ist im Prinzip deine Aufgabe. Und du wirst hier ganz viele Informationen bekommen von ganz vielen Speakern und das meiste wirst du wahrscheinlich vergessen. Aber das ist auch das typische Problem für uns Unternehmer. Wir haben nie alle Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen. Es wird einfach nie passieren. Also mein Name ist Sven Platte. Ich habe vor über 10 Jahren Digistore24 gegründet, zusammen mit 2 anderen Partnern. Und wir sind jetzt mittlerweile sehr etabliert. Wir haben ein paar Milliarden Umsatz gemacht. Und was noch wichtiger ist, ein paar Milliarden an Produkthersteller und an Unternehmer ausgezahlt, die über uns ihre Geschäfte abwickeln online. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und deswegen bin ich heute hier, um ein bisschen was zu erzählen. Danke. Wie ihr sicherlich merkt, meine Sprache ist ein bisschen eingeschränkt. Ich bin im Februar operiert worden am Kiefer, also am Oberkiefer und am Unterkiefer und ich hatte Schlafapnoe. Kennt jemand Schlafapnoe? Ja, ziemlich fiese Sache. Da kriegst du Atemaussetzer, wenn du nachts schläfst. Das heißt, du bist über Tag müde, du bist nicht sehr leistungsfähig. Und ich habe eigentlich das Ziel, 200 Jahre alt zu werden und super fit zu sein. Und ich glaube, dass das mit der modernen Technologie auch immer möglich wird und mit medizinischem Fortschritt etc. Und deswegen habe ich mich zu dieser OP entschlossen. Das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil wie ihr seht, ich bin monatelang nicht mehr wirklich leistungsfähig. Ich habe wochenlang gar keine Calls mehr gemacht. Es stapelt sich die Arbeit im Business. Es gab viele mögliche Nachteile. Ich weiß gar nicht, ab wann ich genau wieder richtig sprechen, essen kann. Im Moment kann ich nur trinken, seit Februar. Ich kann gar nichts Festes essen. Ich kann den Mund nur ein bisschen öffnen. Und es war deswegen eine schwierige Entscheidung, das zu machen. Und als Unternehmer, das erzähle ich jetzt deswegen, weil es für dich als Unternehmer deine zentrale Aufgabe ist, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist im Prinzip deine Aufgabe. Und du wirst hier ganz viele Informationen bekommen von ganz vielen Speakern und das meiste wirst du wahrscheinlich vergessen. Aber das ist auch das typische Problem für uns Unternehmer. Wir haben nie alle Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen. Es wird einfach nie passieren. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, was ich mit meiner limitierten Sprache euch mitgeben kann. Weil ich mich gefragt habe, okay, was ist das Wichtigste, was ihr mitnehmen solltet, um Erfolg zu haben? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht ein Framework, eine Art Hilfsgerüst, damit ihr immer gute Entscheidungen treffen könnt, obwohl ihr nie alle dazu nötigen Informationen haben werdet. Das gilt für Investments, das gilt für Geschäftspartner, das gilt für Positionierung. Ihr werdet nie alle Informationen haben. Also braucht ihr Stützräder. Und mein Stützrad, das möchte ich einfach mit euch teilen, das heißt PPF. Das erste P, P wie Paula, steht für Prioritäten. Du brauchst klare Prioritäten als erstes, um zu wissen, wie du entscheiden kannst. Also in meinem Fall jetzt mit der Operation beispielsweise, meine Priorität ist, alt zu werden, gesund zu bleiben dabei. Das ist meine höchste Priorität. Gesundheit ist meine höchste Priorität. Das ist eine der Sachen, die tatsächlich wichtiger sind als Geld. Das zweite sind Prinzipien. P wie Prinzipien. Mein Prinzip oder das wichtigste Business-Prinzip aus meiner Sicht ist Long-Term over Short-Term. Also langfristig zu denken und nicht kurzfristig. Welche Entscheidung du auch immer triffst, meistens ist es besser, die langfristige zu treffen. Egal, ob das jetzt Geld verdienen ist, ob du jetzt die kurze Befriedigung des Junkfood jetzt hast oder lieber gesund ist. Es geht immer Short-Term versus Long-Term. Triff die Long-Term-Entscheidung. Und das dritte sind Fakten. F wie Fakten. Meistens hast du nicht alle Fakten, aber du kannst gewisse Dinge ableiten, um Entscheidungen zu treffen. Heutzutage nennt man das First Principles Thinking, das habe ich von Elon Musk.
Immer wenn der eine schwierige Entscheidung trifft, sagt er, okay, ich wende First Principles Thinking an. Das heißt, ich nehme irgendwelche bekannten Fakten aus der Naturwissenschaft und diese bekannten Fakten leite ich dann so ab, dass ich mir meine Entscheidung konstruiere. Ein bekanntes Faktum wäre zum Beispiel, Männer haben einen Penis, Frauen haben eine Vagina. Okay, das darf man heutzutage, das ist heutzutage wissenschaftlich widerlegt. Ach komm, der war doch jetzt lustig, ne? ihr wisst, was ich meine. Ihr nehmt bekannte Fakten. Jetzt zum Beispiel bei mir mit der Entscheidung für die OP oder gegen die OP ein paar hunderttausend Euro zu investieren oder nicht, ein paar Monate ausgeschaltet zu sein, war einfach, okay, ich kann jetzt nicht essen, lange Zeit nicht essen, aber wie lange kann ich überleben ohne zu essen versus ohne zu atmen? Extrem besprochen. Wir atmen 20.000 Mal pro Tag, das ist ein Fakt, ungefähr 10.000 Liter Luft. Und wenn ich das um 50% erhöhe, meine Atmung war um 50% eingeschränkt, sogar über 50%, dann werde ich natürlich meinem Ziel, super alt zu werden und super fit dabei zu bleiben, viel, viel näher kommen. Das möchte ich euch mitgeben, PPF, Prioritäten, Prinzipien, Fakten, Long-Term over Short-Term. Jetzt möchte ich an meinen Marketingchef Claudio übergeben, der mich unterstützt, weil meine Sprache ein bisschen eingeschränkt ist, wie ihr seht. Ich bin aber hier, wer ein bisschen quatschen will. Danke. Super, alles klar. Danke, Sven. Danke, Claudio. Und schön, heute vor euch allen sprechen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Ich werde mich ein bisschen kürzer fassen, aber wir haben heute auch noch ein inhaltliches Thema für euch. Und das inhaltliche Thema ist Affiliates-Fragezeichen, Markenbotschafter, Ausrufezeichen, wie du dein Marketing skalierst, ohne dein Bankkonto zu sprengen und ganz nebenbei noch eine Brand aufbaust, die deine Kunden lieben werden. Ich steige aber ganz gerne ein bei so einem Thema mit einer Frage an das Publikum. Super, das funktioniert. Frage an euch, an alle, die jetzt hier in dieser riesen Halle sitzen. Wer von euch hat mindestens einen festen Marketing-Mitarbeiter? Es geht hier um Marketing. Wer hat einen festen Marketing-Mitarbeiter? Wenigstens einen. Hände richtig hoch. Okay? Fast niemand. Okay, wer von denen, die die Hände oben haben, bitte oben lassen. Wer hat ein Marketing-Team? Also mehr als einen Mitarbeiter. Okay, das sind ein paar. Alles klar, vor allem in den vorderen Reihen. Okay, zwei Klassengesellschaft. Okay, und wer von denen, die jetzt noch die Hände oben haben, macht selbst, also bietet selbst keine Marketing-Dienstleistung an? Wer ist keine Agentur? Wer ist kein Marketing-Berater etc.? Okay, das sind jetzt vielleicht noch so, okay, vielleicht 100 Leute. An alle anderen in diesem Raum, an alle anderen, was ich heute euch vorstellen will, ist, wie ihr ein Weltklasse-Marketing aufbaut. Und zwar ein Weltklasse-Marketing für euch, für euer Produkt, für eure Brand, ohne dass es eure Kosten strapaziert und relativ unabhängig davon, was ihr eigentlich anbietet. Um den Grundgedanken zu veranschaulichen, den es da gibt, es gibt einen Grundgedanken, auf den geht das alles zurück, einmal ganz, ganz kurz ein Blick auf die Natur. Einfach nur, damit ihr das versteht, keine Sorge, das ist jetzt nicht Tobias Beck. Tobias Beck macht super Sachen, aber hier nur ganz kurz zum Thema Tiere. Es gibt erfolgreiche und es gibt weniger erfolgreiche Tiere. Ein paar von diesen erfolgreichen Tieren sind zum Beispiel Löwen, Delfine und Bienen. Und um das jetzt kurz zu fassen, das, was diese Tiere auszeichnet, ist, dass sie sich spezialisiert haben. Das bedeutet, in so einem Löwenrudel zum Beispiel, hat jedes Mitglied eine ganz bestimmte Aufgabe. Ja? Der männliche Löwe verteidigt das Rudel gegen andere männliche Löwen, die weiblichen Löwen sorgen für den Nachwuchs und die Nahrung. Die jungen Löwen werden als Späher eingesetzt, die alten Löwen als Wächter für die Beute. Genauso bei Delfinen, da sogar noch ein bisschen spezialisierter. Und ganz, ganz interessant ist der Case Bienen. Ich gehe nicht so tief rein, wir machen hier keinen Grundschulunterricht, aber Bienen sind wahrscheinlich die am meisten spezialisierte Gattung in der gesamten Natur. Ja, es gibt unzählige Rollen in so einem Bienenstock, Wächterbienen, Putzbienen, Bienen, die bauen, die neue Waben erstellen, etc., etc. Es gibt Dutzende von Rollen in so einem Bienenstock. Und das, was einfach so wichtig ist, für euch zu verstehen, der Grundgedanke ist, Erfolg kommt von Kooperation und von Spezialisierung. Das bitte im Hinterkopf behalten, bei allem, was ich jetzt erzählen werde. Das Ganze ist nicht nur in der Natur so, das Ganze ist auch in der Wirtschaft so. Ein Unternehmen ist nichts anderes als Spezialisten, die miteinander kooperieren.
Und auch die Beziehungen unter Unternehmen, untereinander, sind auch dadurch geregelt. Was ihr hier seht, ist eine ganz typische Lieferkette. Ja, viele verschiedene Unternehmen, die auf etwas ganz Bestimmtes spezialisiert sind und die voneinander abhängen. Und wenn eines dieser Unternehmen bricht oder wegfällt, dann haben wir ein Lieferkettenproblem. Ich gehe nicht tiefer drauf ein, ihr wisst, was damit gemeint ist. Das heißt, in der vernetzten Businesswelt von heute musst auch du ein Spezialist sein. Ja? Wenn du ein Knieproblem hast, dann gehst du nicht zum Allgemeinmediziner, sondern du gehst zum Kniespezialisten. Wenn du vegan essen gehen willst, dann gehst du nicht in das Restaurant um die Ecke, sondern du gehst in einen veganen Laden, wo du sicher bist, dass du das bekommst, was du haben willst. Soweit klar? Okay. Soweit klar? Okay, gut. Dankeschön. Das Buch kennen viele von euch, ich gehe nicht näher drauf ein, aber das Buch The Blue Ocean Strategy sagt im Wesentlichen genau dasselbe. Spezialisierung ist die Grundlage von Erfolg. So, was hat das jetzt mit Marketing zu tun? Ja, ganz einfach, Marketing ist auch hochgradig spezialisiert. Ja, hier mal eine kurze Auswahl an Marketingdisziplinen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Doch, kann man erkennen. Content Marketing, Social Media Marketing, E-Mail Marketing, etc. etc. Für all diese Disziplinen brauchst du in der Regel einen gut ausgebildeten Spezialisten, einen Dienstleister, eine Agentur, wen auch immer, der das für dich tun kann. Ne? Und wenn du den nicht hast, dann musst du vielleicht deine Mitarbeiter in eine dieser vielen Zertifizierungen schicken, in eine dieser vielen Spezialisierungen. Oder wenn du das wirklich ganz vernünftig machen möchtest, brauchst du auch eine ganze Menge Marketing-Tools. Ja? Das hier ist die Marketing-Tool-Landschaft. Genauer gesagt ist es die Tool-Landschaft für eine dieser Spezialisierungen, ja? Für Social-Media-Marketing. Im Jahr 2021 hast du diese Anzahl an Tools, die du kennen solltest. Jetzt zählt das mal mit allen Marketing-Disziplinen zusammen. Das ist eine ganze Menge. Das bedeutet also, Marketing ist spezialisiert und Marketing ist auch wahnsinnig ressourcenintensiv. Ja, in den letzten 10 Jahren die Marketing-Ausgaben weltweit ca. 50% on top. Und gleichzeitig, auch das mache ich ganz, ganz kurz, fällt die Aufmerksamkeitsspanne. Das bedeutet, ihr müsst immer mehr Geld ausgeben, immer mehr Ressourcen aufwenden, immer mehr Aufwand betreiben, um überhaupt noch eure Zielgruppe zu erreichen. Ja? Dieser Gap, den ihr hier seht, wird immer größer. Okay? Und das Ganze bedeutet, dass du oder ihr als Gründer oder Startup-Unternehmer Marketing nicht einfach mehr aus der Hüfte schießen könnt. Ich sage nicht, dass ihr das nicht könnt. Ich sage nur, dass richtig gutes Marketing keine so leichte Aufgabe ist. Ne? Es ist nicht einfach mal so möglich, ein Team aufzubauen. Das dauert Jahre. Es ist auch keine gute Idee für dich als Unternehmer zu sagen, hey, ich bin Gründer, ich bin Unternehmer, ich spezialisiere mich jetzt einfach voll und ganz auf Marketing. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, sondern was eine gute Idee ist, ist Marketing zu kennen und zu verstehen, aber dann mit den Spezialisten zusammenzuarbeiten. Okay? Und die beste Variante dafür, das zu tun, ist, die ich zumindest kenne, ist Affiliate Marketing. Dirty Affiliate Marketing. Okay, ja, da hinten. Was ist Affiliate Marketing? Naja, relativ easy. Affiliates sind Partner, die für dich und für deine Marke einfach Aufmerksamkeit generieren, Kunden bringen und dann dafür bezahlt werden. Also einen Anteil an deinem Umsatz bekommen. Und was ich damit meine, ist nicht einfach nur dieses eng gefasste Affiliate Marketing mit den Links und den Affiliate Netzwerken, sondern was ich damit meine, sind auch all diese Spielarten. Ja? Influencer Marketing, Podcast Marketing, Handelsvertreter Marketing, etc., etc., etc. Da gibt es eine ganze Reihe von Disziplinen. Und was daran halt so gut ist, ist halt das Folgende. Nur ganz kurz. Du kriegst mehr Kunden für weniger Geld. Krasses Versprechen, oder? Du kriegst mehr Kunden für weniger Geld und zwar wie? Naja, erstens, du zahlst weniger Geld, indem du nicht in ein Spezialistenteam investieren musst und auch nicht selbst irgendwelche Werbekampagnen etc. fahren musst, sondern indem du mit einem spezialisierten Partner zusammenarbeitest, der das erstens kann und der zweitens auch meistens eine richtig gute Reichweite mitbringt, also dir ein Netzwerk zu deinen Kunden bietet. Das bringt dir mehr Kunden. Zweitens, du hast Kostenkontrolle und du stellst Skalierbarkeit sicher. Du zahlst einen Affiliate in der Regel nur, wenn er dir auch wirklich einen Kunden bringt und nicht vorher. Du investierst nicht vorher Geld in Marketing, sondern erst danach. Wichtiger Vorteil. Und die dritte Sache ist, du kannst dich als Unternehmer auf das Wesentliche fokussieren. Was das ist, sage ich dir gleich. Aber im Endeffekt ist es so, dass du, indem du mit Affiliates zusammenarbeitest, dich einfach auf dein Kerngeschäft fokussieren kannst. Ja? Deine Dienstleistung verbessern, dein Produkt verbessern etc. Wenn mir jetzt immer noch nicht glaubt, dass Affiliate Marketing nicht einfach nur so eine shady Nische ist, sondern eigentlich was alle tun, die ihr hier seht,
machen alle Affiliate-Marketing. Und die, die ihr hier seht, die machen für die da Affiliate-Marketing. Ja? Joe Rogan, Gordon Ramsay, David Beckham etc. Das sind nicht nur Influencer, das sind auch Leute, die nachweislich mit eigenen Affiliate-Links Produkte dieser großen Brands vertreiben. Okay? Das heißt, die ganz Großen machen das. Auch hierzulande. Ja? Wer kennt die Dinge? Wer kennt die Dinge? Okay. Wer hat einen zu Hause? Nicht schlecht, du kennst die, aber du kennst sie nicht, aber hast einen zu Hause. Okay, sorry. Und wer kennt das Vertriebskonzept dahinter? Ah, kann ich dir noch was beibringen? Alles klar. Das, was ihr hier seht, ist der Thermomix. Der Thermomix ist so dieses Flagship-Product von Vorwerk. Das ist so eine deutsche Haushaltsgerätefirma. Und was ganz besonders an dem Produkt ist, ist, es kann quasi alles. Also es kann dir quasi alles kochen. Es kann schneiden, häckseln, zerkleinern, braten, kochen, dämpfen und so weiter. Du kannst quasi jedes Gericht damit machen. Das ist schon ganz cool. Was an deren Marketing ganz besonders ist, ist, diese Dinge kriegst du nicht im typischen Einzelhandel. Du kriegst sie nicht beim Mediamarkt, du kriegst sie nicht bei Saturn. Das, was du tun musst, um einen zu bekommen, ist, du musst entweder auf eine Thermomix-Party, das musstest du zumindest ganz lange, oder du musst Kontakt zu einer Repräsentantin, aufnehmen, in der Regel auch weiblich. Und jetzt ratet mal, wer diese Repräsentantinnen sind. Diese Repräsentantinnen sind im Grunde genommen nichts anderes als Affiliates, denn sie sind einwandfrei in dem Produkt ausgebildet, sie sind in der Lage, dieses Produkt wirklich kompetent zu verkaufen, und das Ganze ist bei Vorwerk auch quasi eine eigene Karriere, wie ihr hier in diesem Ausschnitt sehen könnt. Das ist eigentlich deren Affiliate-Seite. Okay? Das heißt, mit dieser Taktik haben sie es geschafft, so ein wahnsinnig teures Produkt, 1.300 Euro kostet es, ongoing über Jahre zu verkaufen, im letzten Jahr, also 2021, mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro, im Wesentlichen über Affiliates, im Wesentlichen, okay? Das bedeutet, die Frage ist nicht so sehr, ob du Affiliate-Marketing machen solltest oder eine verwandte Spielart davon. Die Frage ist auch nicht so sehr, wie das Ganze geht, da komme ich gleich zu, sondern die Frage ist in dem Moment, mit wem machst du das? Ja? Mit wem arbeitest du hier zusammen? Und was ich dir sagen kann, was ich dir empfehle als Unternehmer ist, dass du hier nicht einfach mit jedem arbeitest, sondern mit Affiliates, die sich als Markenbotschafter eignen. Was heißt es jetzt? Was ist eigentlich so ein Markenbotschafter-Affiliate und was ist so ein herkömmlicher Affiliate? Herkömmlich nicht abwertend gemeint. Ein herkömmlicher Affiliate kennt in der Regel dein Produkt nicht im Detail. Ein Markenbotschafter-Affiliate nutzt und liebt dein Produkt. Ja, siehe Thermomix. Ein Markenbotschafter-Affiliate steht authentisch für deine Marke. Ein herkömmlicher Affiliate tritt meist anonym auf, in der Regel. Ja? Ein Markenbotschafter vertritt deine Werte, identifiziert sich mit ihnen. Er hat ein sehr spezifisches Netzwerk in eine Kundengruppe, die du wahrscheinlich sonst nicht erreichen wirst. Er hat eine sehr hohe Loyalität zu dir und dadurch auch eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit. Das heißt, das ist jetzt sehr, ich lasse mal kurz fotografieren. Okay. Das ist jetzt sehr, sehr schematisch, aber ich will halt einfach eine Sache rüberbringen. Ich will rüberbringen, mit Markenbotschafter-Affiliates gelingt es dir langfristig, tendenziell langfristig, neue Kunden zu gewinnen, die wirklich gut zu dir passen. Und mit herkömmlichen Affiliates ist es eher in der Tendenz eine kurzfristige Angelegenheit. Okay, was brauchst du, um mit Affiliates zusammenzuarbeiten? Mit Markenbotschafter-Affiliates. Du brauchst ein Markenbotschafter-System. Sorry für das lange Wort, aber da ist ein Gedanke hinter. Das heißt, du brauchst ein System als Unternehmer, das die richtigen Leute zu Markenbotschaftern macht, also zu deinen Spezialisten, und mit denen du dann im Rahmen eines Partnerprogramms, eines Affiliate-Programms kooperierst. Okay? Woraus besteht das? Naja, erstens, es besteht aus der Marke. Wenn du keine Marke hast, kannst du keine Markenbotschafter haben. Das bedeutet umgekehrt, du brauchst eine Marke. Du brauchst aber keine Marke wie Nike oder Swarovski oder wie sie alle heißen. Das, was dir reicht, ist das, was eine Marke am Ende wirklich ausmacht. Und eine Marke ist am Ende aus meiner Sicht ein Versprechen. Ein Versprechen, dass du derjenige bist, und zwar egal ob groß oder klein oder 5 oder 5.000 Kunden im Monat, der das Kundenproblem am besten lösen kann. Dann hast du eine Marke, okay? Und das ist quasi die Spezialisierung, die du als Unternehmer dir wählen solltest. Nicht Marketing. Das ist das Ding, was du tun musst. Das ist deine Aufgabe. Und wenn du das hast, hast du die erste Voraussetzung, um mit diesen Markenbotschaftern zusammenzuarbeiten. Das zweite ist, du brauchst auch Botschafter. Auch hier ein Disclaimer. Du brauchst keine Promis. Du musst jetzt nicht
Joe Rogan oder so zugehen, ist natürlich nicht falsch. Du musst auch keine riesen Vertriebsmannschaft rekrutieren, auch das ist nicht nötig. Aber was du tun solltest, ist, du musst die Raving-Fans unter deinen Kunden kennen. Und die hast du, wenn du eine Marke hast. Das heißt, wenn du die identifizieren kannst und wenn du denen eine Partnerschaft anbietest, wie auch immer die aussieht, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass die tatsächlich auch mit dir zusammenarbeiten wollen. Es ist super simpel, aber darum geht es im Endeffekt. Und die dritte Sache ist, du brauchst das System, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag nur Kundendateien durchforsten und dir überlegen, mit wem ich hier zusammenarbeite, sondern du brauchst quasi ein Partnerprogramm. Du brauchst quasi ein Programm, in dem du einmal sagst, hey, was kriegt eigentlich mein Marketingbotschafter Affiliate an Provision? Was darf er, was darf er nicht? Was gebe ich ihm für Werbemittel oder für Verkaufsinstrumente an die Hand? Und das musst du halt einmal definieren. Da musst du dir einmal Gedanken machen und das einmal für dich runterbrechen, aufschreiben etc. Danach, wenn du das mal hast, dann solltest du deine Kunden zu Marketingbotschaftern, Markenbotschaftern ausbilden. Was heißt ausbilden? Ja, ausbilden heißt, dass du sie darin educatest, wie dein Produkt funktioniert, wer deine Zielgruppe ist, wie man dein Produkt verkauft, wie man die Werbemittel einsetzt, etc. etc. Und das ist kein Hexenwerk. Was du dafür brauchst, meiner Meinung nach, sind vielleicht 5 kurze Videos in einem kurzen Kurs, den du auf einen Mitgliederbereich packst und auf den du dann all diejenigen schickst, die sich für eine Kooperation mit dir interessieren. Du educatest sie, genauso wie Vorwerk das macht. Genauso. Und dann holst du sie wirklich in dein Partnerprogramm und stellst somit sicher, dass du wirklich High-Quality-Leute hast. Ganz kurz dazu, es macht natürlich Sinn, dieses Partnerprogramm nicht einfach selbst aufzusetzen, sondern da halt mit einem Affiliate-System, einem Affiliate-Netzwerk zusammenzuarbeiten, wie es auch Digistore24 ist. Ja, wir sind eine Verkaufsplattform für digitale Produkte und ein Affiliate-Netzwerk hinten dran, dass dir halt das ganze Vertragsthema abnimmt, dass dir ein zeitgemäßes Tracking ermöglicht, das sicherstellt, dass alle auch wirklich ausgezahlt werden. Und wenn du das gemacht hast, diese 3 Schritte, dann hast du es auch schon geschafft. Dann hast du quasi in a nutshell das, was ich dir am Anfang versprochen habe. Dann hast du erstklassiges Marketing, dann explodieren deine Kosten nicht, dann leidet nicht der Cashflow und dann ist es auch relativ unabhängig davon, was du anbietest. Plus, du hast eine Brand, die deine Kunden lieben werden, weil darauf fokussierst und spezialisierst du dich als Unternehmer. Okay? Wenn ihr das jetzt cool fandet, wenn das jetzt für euch spannend klingt, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wie macht man das eigentlich wirklich, dann möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen, zu uns an den Stand zu kommen, an den Digistore24-Stand, gleich an der Eingangshalle. Und dort haben wir für euch ein paar Sachen vorbereitet. Es gibt von uns eine Partnerprogramm-Checkliste, das heißt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr ohne Umwege und super einfach so ein Markenbotschafterprogramm umsetzen könnt. Und was es auch gibt, ist ein absolut kostenfreier, kostet überhaupt nichts, Landingpage, Funnel und Mitgliederbereichsbilder, mit dem ihr das quasi direkt, gleich wenn ihr nach Hause kommt, morgen vom Event, machen könnt. In diesem Mitgliederbereichsbilder baut ihr diesen Online-Kurs. Okay? Und wenn das alles nichts für euch ist, dann freue ich mich trotzdem, dass ihr vorbeikommt. Wir haben eine richtig coole Smoothie-Bar, wir haben ein super Air-Hockey-Turnier laufen und wir haben eine richtig, richtig geile Box-Automat-Challenge. Ich freue mich, euch alle da zu sehen und vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.